Einen schönen guten Morgen hier aus Bangkok. Ich hole jetzt die Anne ab, weil ich schon hier war. Und mal schauen, ob sie sehr übermüdet sein wird vom langen Flug. Ich hoffe es nicht, dass wir gleich einen Tag starten können. Gut angekommen und wir haben uns auch gefunden. Das Coole ist nämlich auch im Flughafen in Bangkok, dass es dort WLAN gibt. Das finde ich nämlich echt gut, das ist in Frankfurt, da hängen wir echt hinterher. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg ins Hotel und dann treffen wir noch Tobi und Falco und gehen noch was essen, oder? Wenn die irgendwann wach werden von eurer Partynacht, was die wir da... Links oder rechts? Links. Oh ja, rechts. Tada! Da ist ja schon jemand in meinem Zimmer gewesen und hat gewütet. Ja, ich habe hier schon geschlafen. Wo sind wir denn? Wir sind ganz in der Nähe von... Vom MBK. Hier im Mandarin Hotel. Genau, genau. Mandarin. Mandarin, so schreibt man das. Und das ist ja, weil immer alle fragen, wo übernachten wir und so. Es wird auch einen Blogbeitrag dazu geben. Genau, wo ich euch das alles mal aufliste, damit ihr es mal anschauen könnt, weil das hier ist jetzt echt preislich echt Falle, super. Falle. Ach so, stimmt, überall Fenster, weil es ist preislich und auch von der Lage echt gut. Genau, ich glaube 70 Euro oder so hat die Nacht jetzt gekostet. Und man kann nicht und besser als im MBK wohnen. Zeig ich mal kurz hier die Aussicht. Ja gut, die Aussicht ist immer so in Bangkok, oder? Ja, man sieht einfach, dass man mitten in der Stadt ist. Und genau, also... Ganz normal, Fernseher, Badcheck, bam bam, schön Rainfall-Shower und das wohl krasseste Klo, was ich je gesehen habe, da gibt es so eine eigene Computereinheit dazu, also ganz strange. Was koreanisch ist, aber echt schön, es ist ja, sehr stilvoll eingerichtet. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück, würde ich sagen, wir verwecken jetzt mal Tobi und Falco, wir können ja eigentlich mal rübergehen und bei denen klopfen. Mal schauen, was passiert, wenn sie aufmachen. Okay, wo sind die? Komm mal mit. Ich darf nicht rausgucken. Hallo? 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 Morgen! Nein. Hi. Das sah schon schön aus. Und Frühstück. So, erstes Frühstück, erster Gang. Und Früchte, Papaya und Wasserbino. Okay, und jetzt habe ich mir, weil ich so hungrig bin, noch Partei geholt, gebratenes Gemüse und noch so ein Stückchen Ei. Ich habe jetzt Mittagsschlaf gemacht und jetzt sind wir beim Escape Room in Bangkok. Das kennen viele bestimmt aus Deutschland, gibt es auch. Und das ist im MBK drin. Sind wir mal gespannt. Ich habe noch nie sowas gemacht. Das erste Mal mit der Variante funktioniert. Ja. Es geht auf jeden Fall Monate um die Tage. Ja, genau, muss auf jeden Fall. Und da zum sechsten Mal steht meine Dienst jeden Tag. Wir waren jetzt im Escape Room und haben es nicht geschafft. Aber es war auch die schwerste Stufe, gell? Ja, nur wegen Anne. Was? Und jetzt gehen wir was essen. Jetzt spätes Mittagessen. Sind wir bei Din Tai Fung, heißt es, oder? Din Tai Fung. Ich zeig's mal nah, oder? Genau. Das ist nämlich im Central World Shopping Center und das ist super lecker. Und da geht's bei mir in scharfe Nudeln und so ein typisch chinesischer Salat. Mein Lieblings-Eis. Mint. Und was ist das hier? Das sieht aus. Schokolade. Das sieht aus wie so Erde. Wir sind jetzt frisch geduscht und jetzt waren wir hier im buddhistischen Tempel, haben uns ein bisschen den Tempel angeguckt, weil Kultur und so. Und jetzt suchen wir gerade den Nachtmarkt und wollen nicht überfahren werden, Falco. Genau, wir suchen jetzt gerade hier den Nachtmarkt. Und? Gefunden? Läuft's? Nee, noch nicht. Google Maps und so. Und da werden wir auf jeden Fall zu Abend essen. Und dann gucken wir mal, was wir da Leckeres zu essen finden. Okay, ich glaube, hier fängt der Nachtmarkt jetzt an. Und das ist gleich, gell? Wir sind ja nur 5 Minuten vom Hotel entfernt, oder? Oder, Dani? Nur 5 Minuten vom Hotel, oder? Ja, genau. Genau. Und habt ihr schon mal so einen Burger King gesehen? Mit hier Krönung vom königsmäßigen Palast.
Also das sieht mal Burger King ebenbürtig. Brutal. Oh, da will er uns wieder die Ping-Pong-Show verkaufen. Also wir sind hier in Patpong. Da gibt es viel nacktes Fleisch. Und Ping-Pong-Shows. Was brauchst du noch? Oh, Dildo. Oh no, have already. Und natürlich gibt es hier auch ganz viele echte Handtaschen. Von echten Marken, natürlich. Wir sind jetzt weitergelaufen und sind jetzt hier in der japanischen Ecke. Hier gibt es super viel Ramen, Restaurants und Sushi und so. Anne bestellt jetzt da vorne. Ich bin gespannt, was sie mitbringt. Auf jeden Fall sind wir hier an Straßenstand. Und es gibt japanische Nudelsuppe. Mein Essen ist da. Vegetarische Soba-Nudeln. Hier in dem coolen Stand an der Ecke. Falco, einmal da. Kriegt auch gerade sein Essen. Und das Ganze kostet, was kostet das jetzt? Das ist 4 Euro, gell? 2 Euro. 2 Euro, wow. 2 Euro. Oh, aufstehen, Bäcker. Keine Butter. Ja. Na, Miss G-Day? Die Kalorienbombe. Eher Lava-Bombe, so heißt es das. Ich hab's so heiß. Is it very delicious? Na locker. Pancake wie, mit? Schmeckt immer wie frittierte Banane, ist aber Pancake mit Banane und Schokosoße oder mit Kondensmilch, weil Gott sogar mit Kondensmilch drauf. Boah. Richtig gut. Gut, es ist bei uns schon ziemlich spät, gell? Ja, gleich 7 Uhr und wir gehen jetzt runter ins Fitnessstudio ein bisschen trainieren. Einfach so als Ausgleich. Keiner muss, alles geht. Sollen wir schauen, ob unser Sprössling mitkommt oder ob er pennt? Okay, der pennt. Das heißt, ich und Anne werden zu zweit unseren Körper beeinträchtigen. Oder vielleicht das Essen wieder ein bisschen runter zu drin. So are you happy now? Things just got so crazy from a simple maybe. It was a long way down. I just feel so heavy. So, die krummbucklige Anne probiert hier wieder einen geraden Rücken zu bekommen. Erklär mal die Übung. Habe ich von einer Freundin empfohlen bekommen, weil die war bei Physiotherapeuten, weil die auch immer so wie ich so geht. So quasi. Und manchmal muss man seinen Körper nur resetten nach dem Physiotherapeut. Und da sollte man probieren, man legt sich auf den Boden und merkt sehr schnell, dass die Schulter nicht den Boden berührt, weil man ja so liegt. Dann soll man sich einfach an die Wand stellen. Natürlich Bauch eindrücken, einziehen, sag ich schon. Also straffer Bauch, nicht Hohlkreuz, also einziehen, Schulter hinten an die Wand und Kopf an die Wand und einfach mal eine Minute so stehen bleiben und dann so quasi resetten. Was machst du jetzt? Ich mache jetzt Kniebeugen, ein bisschen advanced. Das ist nämlich ein Riesenunterschied, genau. Probier das mal. Über dem Kopf. Ich sag's euch, es sind richtig viel. Es reicht schon mal, nur die Hände nehmt. Und dadurch muss zusätzlich der ganze Rumpf sich anspannen. Und es ist auch eine ganz andere hier Beanspruchung des unteren Körpers. Also probiert das mal, was ihr auch probieren könnt. Kniebeuge oder Ausfallschritte so sind auch so viel schwerer. Und dann müsst ihr auch nicht so viel Gewicht nehmen. Ich meine, Daniel hat jetzt als Mann schon... Wie viel genommen? 10 Kilo. 10 Kilo, genau. Und das heißt wenig Gewicht. Ich probiere das morgen auch, wenn ich mal Beine mache. Aber heute mache ich Oberkörper und am Ende noch ein bisschen HIT. Und hier kommt die pure Fitness-Motivation. Einfach Gewicht hochdrücken. Klingt easy. Muss man auf einiges achten, aber Anne führt es echt gut aus. Ein schmerzverzerrtes Gesicht. Wie war es für Sie? Anstrengend. Komm, so ein bisschen motivieren kann man schon sagen. Was soll ich jetzt sagen? Was sagt man in so einem Fitnessvideo?
It was amazing. Yeah. It was like my life went through my body. Hier übrigens unser wiederauferstandener mit dem Fingertraining beschäftigt. Okay, probier's jetzt mal. Wenn Falko das Ding jetzt wegnimmt, dann falle ich aufs Gesicht. Oh, das wird lustig, ja. Hashtag Prank. Ich zeig's euch mal. Alle Männer wegschauen, meine Frau. Das trainiert halt wahnsinnig die Oberschenkelrückseite. Okay, es reicht, ich hab noch so Musik gerade vergessen. Anne hat jetzt die wunderbare Idee gehabt, wir machen ein Battle, wer länger auf dem Ball bleiben kann, ohne den Boden zu berühren. Ich werde sowieso gewinnen, kann ich jetzt schon mal ankündigen? Nee. Also. Oh. Ja. Nicht so. Okay, ja, noch eine Kugel. Ja, ja, ja. Okay. Okay. Ja, ich brauch schon Zirkus. Ja, ich muss mal in den Spiegel gucken. Was? Nee, nicht Spiegel. Okay. Also, auf die Plätze. Fertig. Los. Ja. Und für alle, die denken, ich habe so eine Oma-Unterhose an, so ein Bikini. Wir gehen nämlich danach ins Wasser, nachdem ich es abgeduscht habe. Okay, das ist keine neue Bauchübung, aber wer mir auf Instagram folgt, kennt die. Und zwar hin. Oh, jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Oh ja, das sieht anstrengend aus. Oh. Schöne Jumpsports. Okay, wer jemals gedacht hat, er hat was Anstrengendes gemacht, der hat noch nie in seinem Leben Jumping Lunges, sind es ja, Ausfallschritt im Sprung gemacht, weil... Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Und wer schon mal die Tabatas gemacht hat, weiß, wie schlimm das ist, wenn die im Tabata drin sind. Falko, was machst du? Falko ist unser Zuschauer. So ist das, wenn man jung ist und von sich aus dünn bleibt. Okay, als letzte Übung machen wir noch ein HIIT am Schluss. Intervall ist 30-30, 7 Mal. Und da ich heute Oberkörper mache, machen wir nur Burpees. Immer 30 Sekunden mache ich Pause und dann 30 Sekunden Burpees. Los geht's. I wanted to dance until my feet can feel the ground. Ich habe jetzt insgesamt 6 Burpees für 30 Sekunden offiziell. Also insgesamt habe ich in der Challenge jetzt 42 Burpees gemacht. Es war ein Fehler, dass mein Workout heute mit 3 Sätzen Liegestütze angefangen hat. Und da habe ich jeweils 3-4 Varianten immer gemacht. Deswegen war das jetzt echt Mörder. Aber gut, jetzt geht's ins Wasser nach dem Abduschen. So, Daniel nach dem Schwimmen. Wie Phönix aus der Asche. Wie waren Sie mit denn geschwommen? Ja. So ganz, cool down, oder? Ganze 100 Meter. Also ich bin auch nur 4 Bahnen geschwommen. Einfach so zum Cool down, nachdem ich mich abgeduscht habe. Und ja, jetzt duschen wir und dann gehen wir Abendessen und ich kann kaum die Kamera halten. Handysüchtig? Nicht handysüchtig. Jetzt geht's zum Libanesen und es ist das 100 beste Restaurant hier in Bangkok und das heißt von 8000 Restaurants das 100 beste. Aber ich werde dazu extra einen Blog schreiben zu Restaurants, die ihr unbedingt gesehen haben müssen in Bangkok. Und endlich angekommen. Al-Sarai. Wir haben jetzt bestellt und am Anfang gibt es hier diese Cracker, das sind eigentlich so indische Papadums. Und dazu gibt es so libanesische Starter mit
Knoblauch, etwas ein bisschen scharf und ein bisschen Mango-Chutney-mäßiges. Also hier ist eine Mischung zwischen libanesischen und indischen Küche und sehr, sehr gut geeignet für Veganer und Vegetarier. Und sehr freundliche Bedienung. Wirklich super Bedienung. So, hier schon mal frisches Brot, dann Nierssalat, Tabouleh. Nee. Patouche, genau. Das ist super leckerer Salat mit Brot. Hummus für Falco mit Fleisch. Babaganoush, genau. Noch ja, das ist lecker. Und hier wird schon was angeliefert. Und für die liebe Anne noch, wie heißt es? Patatas Fritas? So ähnlich. Butter, ja, genau. Sieht man auch. Und hier ist noch, was war das? Das ist, glaube ich, Moussaka. Das ist Aubergine-Tomaten. Total lecker aus alles. So, Essen vorbei, alles satt und Anne will schon wieder hier Ice Cream. Guck mal, da gibt es so Eisbomben. So Laschbomben als Eis. Ja. Alles gefüllt. Ich habe sie gestern hier leer gemacht. Hast du nicht leer gemacht? Aber was auch richtig lecker ist, ist Malteser. Oh je, ihr zwei. Bangkok ist vorbei und wir machen uns jetzt wieder auf zu einem richtig, richtig schönen Ort. Aber wo genau, sagen wir euch nicht, weil jetzt gehen wir erstmal durch diese Tür und dann sehen wir euch im nächsten Vlog mit dem Traum an Urlaub. Ciao, ciao.